Hallo, mein Name ist Jan, ihr seht Game Inc. und ich habe heute keinen Cold Opener vorbereitet. Ach Leute, willkommen zu Game Inc. Spielt Dragon Quest Heroes auf der PS4 und gehen wir gleich mal ins Spiel, dann erzählen wir euch alles weitere dann. So, sind wir nun im Spiel und ich steuere Rita Level 19. Das ist nicht ihr Nachname. Und wir sind auf meiner Hub-Welt. Hier ein paar Neuankömmlinge, die ich in der letzten Mission getroffen habe. Ich spiele es einfach in meinem Spielstand weiter, wo ich gerade bin. Hier können wir Waffen kaufen, Sachen verkaufen, Rüstung kaufen, Nebenmissionen annehmen, etc. Was man halt so macht. Und ich würde sagen, kurzer Tipp von mir, was ich lange gesucht habe, unter Verschiedenes, wenn man auf Start oder Option drückt, kann man Talentpunkte zuweisen. Das habe ich sehr, sehr lange nicht gewusst. Shame on me. Aber jetzt weiß ich es und jetzt ist das auch alles wunderbar. So, wir verteilen auch noch ein paar. Die braucht Magie auf jeden Fall. Besondere Effekte. Mhm. Das ist doch gut. Yes. Okay, cool. Wie ihr seht, mit denen, wo ich nicht spiele, habe ich auch noch nichts investiert. Wir spielen Dragon Quest Heroes, was von den Dynasty Warrior-Machern kommt und mir durch die Lizenz auch besser gefällt wie die normalen Dynasty Warriors-Teile. Ich habe ja auch schon Hyrule Warriors gespielt, glaube ich, aber noch nicht auf dem Kanal. Aber sollten wir auf jeden Fall auch mal machen, weil das mit der Zelda-Lizenz auch deutlich an Wert gewinnt, wie ich finde. Auch wenn alles so ein bisschen Comic-Optik ist und ein bisschen kindlicher, stört mich das gar nicht. Ich finde die normalen Dynasty Warrior-Teile eigentlich ganz hübsch, weil es dann doch detaillierte, eher realistisch aussehendere Figuren sind. Aber ich fand die vom Spielerischen nie so, ja, die haben nicht ganz so gegriffen wie die Teile. Ich überspringe jetzt hier gerade mal das, was hier gelabert wird. Im Zeichen der Liebe heißt die Mission, beschütze Beryl, die ihren Verlobten sucht und aussieht wie ein kleines Indianermädchen. Ihr müsst wissen, ich kenne die Charaktere so ein bisschen vom Sehen, bin aber kein Dynasty Warriors. Dragon Quest Spieler, habe noch keinen Teil gespielt der Hauptserie oder von den Handhelds, aber werde das vielleicht mal nachholen, weil ich denke, das ist eigentlich eine ganz coole Serie und nicht umsonst das, glaube ich, beliebteste RPG in Japan. So, und ganz typisch Dynasty Warrior mäßig schnetzeln wir uns hier durch Horden von Gegnern. Was mich ein bisschen nervt, ist, dass diese Übersichtskarte gigantisch groß ist. Und das Besondere ist, nehme ich an, dass es in dem normalen Dynasty Warriors, ich will immer Dynasty Warriors sagen, Dragon Quest Teil auch so ist, dass man Monster einsammeln kann und diese dann für sich kämpfen. Hier sammle ich gerade diese Golems ein, die ganz cool sind. Man bekommt im Laufe des Spiels immer mehr dazu. Oh, und hier lohnt sich das auch. Zack, hau ich gleich mal raus. Die machen dann auch gleich mal hier so einen Anfangsschaden. Bam! Den einen spare ich mir jetzt noch auf. Und wir können auch on the fly zwischen unserer Party hin und her schalten. Wechseln wir mal zu Jessica. Und die Geschichte ist, die Monster werden alle böse. Plötzlich, auf einmal. Ich kann auch so weghechten, wenn ich nicht gerade taumel. Wie geht denn das? Hier, genau. Ich kann blocken, weghechten, habe einen leichten Schlag, einen schweren Schlag und wenn ich auf R2 drücke, noch verschiedene Zauber. Was eigentlich ganz cool ist. Es gibt zwei Möglichkeiten, das zu steuern, manuell und automatisch. Das heißt automatisch, dass man Kombos automatisch macht der Charakter und man die nicht selber macht über Tastendrücken. Wobei ich finde, das Kampfsystem ist so schon so easy und eingängig, dass man das nicht wirklich braucht. So, jetzt haben wir den, glaube ich, bald besiegt, hoffe ich.
Ich hoffe, der wird nicht irgendwie geheilt. Shit. Ich kann, mit ihr kann ich auch heilen, was ich sehr cool finde. Und jawohl, jetzt haben wir den eingesammelt. Oh, ich kann den aber nicht. Dann werde ich den mal entlassen. Nice. Scheiße, jetzt habe ich den anderen auch noch entlassen. Fuck. Nun gut. Dann gibt es immer diese Schlundwärter, wo diese Monster herkommen. Und irgendwie kommen jetzt aus allen Dimensionen, die es so gibt, Monster und greifen eine Welt an. Das heißt, scheinbar gibt es in dem Dragon Quest sind es verschiedene Universen. Und die kommen hier alle zusammen, damit man alle klassischen Charaktere wohl zocken kann. Das finde ich sehr cool von der Idee. So, den packen wir doch jetzt mal hier hin. Bam. Habe ich nicht gut aufgepasst. So, schön Knirsch einsetzen. So, wen haben wir noch in der Party? Luke. Das sind unsere zwei Haupthelden, Luke und Rita, die so random Leute fast schon sind eigentlich, weil die ja nicht aus irgendeinem bestimmten Teil kommen, behaupte ich. Ist mir auf jeden Fall nicht geläufig. Aber ich finde die beide sehr cool designt. Im Laufe der Gefechte sammelt man auch natürlich jede Menge Materialien ein, die man wiederum in Ausrüstung investieren kann. Zack. Oh, ich habe sehr viel Kleinkram. Jetzt muss ich mal kurz gucken, wo hier was ist. Aha. Zement. Ah, okay, da ist sie. Die suche ich doch. Die hat das ja noch nicht viel abbekommen. Im Laufe des Kampfes füllt man da auch links diese rosa Anzeige, die Dynasty Warrior typisch dann entfesselt werden kann zu einem ganz brachialen Endschlag. Was bist du denn hier? Das ist eine Sackgasse. Dann packen wir hier doch mal ein paar Monster noch hin. So eine Hand. Und es ist hier eher so Verteidigungsmission. Das finde ich eigentlich ganz cool. Muss ich halt den Teil raussuchen, sage ich mal, wo man Bock hat auf das, was man machen muss, von den Aufgaben her. In Hyrule Warriors ist es meistens eher so, erobere etwas, also eher etwas typischer und finde irgendwelche Schätze. Hier geht es eher darum, Sachen zu verteidigen, irgendwelche Punkte zu halten oder irgendeine Pflanze beschützen in der Regel. Was ich ein bisschen cheesy finde, aber okay. So, wir sind ganz gut abgesichert. Wechseln jetzt mal zu dem hier. Die sind ganz frisch zu uns gestoßen. Und hauen schon mächtig rein. Es gibt nicht mehr dieses, ich kann die Leute aufleveln, indem ich Geld bezahle, wie noch in Hyrule Warriors oder in anderen Dynasty Warrior Teilen, damit man sagen kann, hey, ich investiere Geld, um zu leveln, damit ein Charakter, den ich vielleicht nicht so oft benutze, ich auch dennoch später mal einsetzen kann, was ich sehr intelligent finde. So, wir müssen wahrscheinlich da nach hinten gehen und noch was kaputt machen. Oder? 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 Was ist hier Phase? Ich habe leider auch überhaupt nicht zugehört, weil ich mit Reden so beschäftigt war. Leider gibt es nicht mehr dieses automatische, nach einem gewissen Zeitpunkt, ich gehe in einen Sprint rein. Aha, Moment. Bevor ich mich hier verlaufe. Wahrscheinlich müssen wir jetzt zurück. Kommt das hin? Aha, da sind die doch, die wir beschützen müssen. Okay. Die will jetzt hier hin. Ah, okay, okay, okay. Ich hoffe, wir schaffen in der Zeit diese Mission wenigstens. Boah, hier gibt es doch gleich mal Backenfutter. Da hat man doch Bock drauf und diese krassen Attacken, die machen echt Laune. Die Kombos sind halt nicht sonderlich komplex. Es ist halt ein deutlich einfacheres Hau-drauf-System. Aber wer Bock auf die Charaktere hat und auf Massenschlachten, für den ist das eigentlich schon so ziemlich das Beste, was geht. Würde ich behaupten. Jetzt gucken wir mal, wo die... So. Ein paar Tage genau, um hier zu sein. Okay, da haben wir auch diese leicht mit russischem Dialekt
Alena, die ganz cool ist, weil die kann so Faustkampf Geschichten. Ah, der haut schon gut rein. Der ist mittlerweile auch einer der am höchsten gelevelten. Man kann auch Missionen immer wieder machen. Es gibt viele so Nebenmissionen. Das finde ich eigentlich ziemlich cool. Hey, diese Skelettkrieger finde ich ja auch gut. Ich weiß halt nicht, wie die im normalen Teil sind. Aber hier kämpfen die nicht mit ihrem Schwert. Sie nehmen sondern immer ihren Kopf ab und werfen den. Oder schlagen damit. Oh, irgendwie Wärter hier. Uiuiui. Ah, shit. So, dann machen wir doch hier mal ein paar Hammerspalter. Packen wir doch mal ein bisschen was von den Zaubern raus. Magiepunkte hat er ja. Okay, cool. Und mit dem könnte ich jetzt auch so ein Special machen. Boah. Wie sieht es mit ihr aus? Oh, mit ihr kann ich auch gleich so ein Special machen. Das ist cool. Oh, jetzt bin ich gestunt. So. Werfen hier noch einen mit in die Schlacht. Oh nein, jetzt ist der schon besiegt. So, aber ich zeig's auch noch mal kurz. Vielleicht können wir doch noch ein paar Gegner killen. Hier. Wir verbrauchen dann auch keine Magie oder verlieren Leben. Das ist ein Overpowered Mode. Und der entfesselt sich dann meistens noch in sowas hier. Ganz am Ende. Oder man drückt nochmal auf Kreis. Und dann entfesselt dann sowas. Ich habe mittlerweile ein bisschen das Problem, in der richtigen Richtung zu stehen, weil es geht halt immer vor, obwohl bei ihr ist es natürlich um sie herum. Das ist ganz schön geil, wie ich finde. So, die gehen da weiter. Ist noch gar nicht fertig, okay. Aber wenn wir jetzt alle zusammenkommen kurz, dann würde ich nämlich mit ihr sagen, wir machen den Muntermacher. Super geil. Gut, sind wir alle wieder geheilt? Das finde ich sehr cool. Okay, wie seid ihr da hochgekommen? Ah, wahrscheinlich springen. Hier habe ich auch schon mal gekämpft. Das ist ganz witzig, weil die Gegner müssen sich hier hochkämpfen und ich kann einfach hochhüpfen. Das glaube ich auch nicht normal, dass es in jedem Teil gibt. Aber straft mich Lügen. Ich weiß es nicht. Er ist nicht hier. Na super. Aber wir haben noch Zeit. Das könnten wir noch gut schaffen. Ein Schlundwärter. Alles klar. Nice. Ich weiß halt nicht, ob die Leute da unten noch irgendwas taugen. So, Hexenschuss. Achso, das war die Geschichte. Ja, aber witzig ist sie. So, ist der besiegt, dann kommt da kein neuen Monster nach. So, sammeln wir noch ein paar Monster ein. Alter. Okay. Ob ich wohl die auch heilen kann? Knall. So, wen haben wir noch? Ihn hier. Der kann so Feuerattacken, so ein Flammenhieb zum Beispiel. Zack. Haut auch ganz gut rein. Ah, jetzt hoffentlich ist nur der kleine Monitor aus. Was natürlich kacke ist. Weil dann sehe ich nicht, wann die Aufnahme zu Ende ist. Dann gucke ich doch mal kurz nicht, dass auch die Hauptaufnahme gescheitert ist. Oh. Ist mir doch tatsächlich der kleine Bildschirm abgerauscht und ich dachte auch die Kamera. Aber die lief ja fröhlich weiter. Gut. Das gibt uns immerhin die Chance, ein bisschen länger zu machen, wie die üblichen 20 Minuten. Was ich übrigens total dumm finde, weil das ist irgend so eine Formatierungssache für die SD-Karten, damit die Kamera nur 20 Minuten aufnehmen kann am Stück.
Wow. Okay, krass. Schick mir gleich mal hier auch. Cross gegen Cross. So, man kann die Gegner natürlich auch anlocken. Hier, so. Hier kommt die letzte Welle. Dann haben wir doch nochmal alles raus hier. Wow, okay. Da kann man doch Schaden machen. Fernohieb. Flammenhieb. So, wechseln wir kurz zu dem Kollegen. Der macht hier auch ordentlich Damage. Angst der Axt. Okay, der hat mich jetzt hier gut getroffen. Jetzt nehmen wir doch mal auch seine Super noch mit. So, das kann er nämlich, gar nichts. So, jetzt rumdrehen. Wunderbar, dann treffe ich wenigstens zwei Stück. Hoffe ich. Ja, wunderbar. So, wechseln wir gleich mal zum Charakter. Zu einem anderen. Okay, was macht die? Die macht Knirsch. Ah, ich kann das aufhalten. Aufladen. Bam. Das ist ja geil. Das wusste ich gar nicht. Kann man alle aufladen? Nein. Okay. Aber das ist natürlich eine geschickte Sache. So. Den auch noch eingesammelt. Bam! Wieder einer kaputt. So, laden das hier wieder auf. Das lohnt. So, und die macht wieder ihren Flächenangriff. Richtig gut. So, drei Stück. Zwei davon gleich mal besiegt. Stufenaufstieg. Nice. Okay, die wird geheilt. Der wird geheilt. Kann ich den auch aufladen? Nee. So, jetzt gehen wir doch noch zu ihr hier. Die kann nämlich auch nochmal ihren Special gleich raushauen. So, jetzt nämlich. So, es ist zwar ein ziemliches Getümmel, aber das geht schon. Okay. Das ist ziemlich gut. Zwei treffen wir. Einer davon wird wahrscheinlich down gehen. Bam. Ich finde es eigentlich cool, dass sie da keinen Zopf hat. Wie? So, aber jetzt. Kältespaltung. Guckt euch, was da abgeht. Ist doch Hammer. Man ist auch geheilt, das ist gut. Also das ist dann schon deutlich einfacher, wenn man jemanden hat, der sich heilen kann, der uns heilen kann, die ganze Party. Okay, der lädt hier auch kräftig auf. Ich habe kein Ding zum Aufladen, oder? Nur das hier, das ist ja auch nicht wirklich aufladen. So, nice, und den machen wir jetzt auch noch schnell fertig. Kein Problem, Leute. Und so, wir hätten sogar noch so einen dicken gehabt. Nehmen wir uns mal was zu trinken. Ach. Also, wir haben jede Ecke und jeden Winkel abgesucht, aber immer noch keine Spur von ihnen. Hm. Das Allerheiligste.
Ja, natürlich ist es von Monstern befallen. So. So, gucken wir uns mal kurz an, was wir bekommen haben. Wir können wieder ein bisschen was aufwerten, nehme ich stark an. Ja, das geht schon. Zum Beispiel ihren Donnerschlag. Okay, doch nicht. Tja. Dann machen wir doch das hier. Zack. Jessica kriegt auch noch was. Magiepunkte könnte die. Ah, habe ich nicht genug. Steigert das Geschick ein wenig. Ja, machen wir doch das hier. Wunderbar. Bei den anderen sparen wir uns das erstmal. Und ich könnte jetzt noch was einkaufen gehen, mir neue Waffen holen und so weiter und so fort. Das soll es aber erstmal gewesen sein von Dragon Quest Heroes. Wer mehr sehen will, schreibt in die Kommentare. Wer was Nettes sagen will, macht einen Daumen nach oben. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag oder einen schönen Abend, je nachdem, wann ihr das seht. Und verabschiede mich. Ich bedanke mich fürs Zusehen und sage bis auf dann, euer Jan.